DEMEA 2023 und ich bin hier mit Dr. Gottfried Ludwig, Senior Vice President, Health Industry T-Systems. Hi! Hi Flo! Freut mich, dass du hier bist bei uns. Danke für die Einladung. Ja, immer gerne. Du bist ja seit längerem ein begeisterter Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was begeistert dich denn daran am meisten? Nämlich begeistert natürlich, dass wir Möglichkeiten haben, um im Kern Krankheit besser zu behandeln, also Informationen besser auszuwerten, eine personalisierte Therapie zu ermöglichen. Das heißt, nicht einfach ein Medikament, die für alle vielleicht bei 10% wirken, sondern wirklich eine individuelle Behandlung hinzubekommen oder sogar frühzeitig zu erkennen, hey, da könnte Krankheit entstehen. Wir helfen dir, also präventiv tätig zu werden. Das fasziniert mich tatsächlich daran, was Digitalisierung leisten kann. Also wirklich einen Mehrwert für die Menschheit schaffen. Ja. Ist toll. Aber das Problem ist, es ist ja nicht jeder teilt deine Vision. Das heißt, was können wir machen, damit wir diese Begeisterung, die du hast, wirklich in der Bevölkerung auch weit entfachen können? Ich glaube, wir müssen mit anfassbaren Beispielen vor allem vorangehen. Ja? Wir müssen zeigen, warum zum Beispiel das Thema Genomsequenzierung, warum ist es gut für mich? Weil ich eben plötzlich ein Medikament bekomme, was mir hilft, was Krebs teilweise besiegen kann. Oder wenn wir an die Impfung gegen Corona denken, mRNA-Technologie, auch ohne Digitalisierung, ohne Superpower von Computern überhaupt nicht denkbar. Das sind Themen, glaube ich, die wir erklären müssen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir halt das Erlebnis der Patienten verändern. Ich meine, wir hören immer, was für tolle digitale Prozesse es gibt. Und dann stehen wir plötzlich vor diesem Zettelkasten im Krankenhaus, den wir rausziehen und haben die Bettklingel in der Hand. Und ich glaube, diese Realität, die müssen wir wirklich verändern, damit in Anführungsstrichen das Frontend, also das, was wir vom Handy gewöhnt sind, auch für mich als Patient sich verändert, damit ich eben was Anfassbares habe und gleichzeitig die tollen Beispiele auch sehe. Und das zusammenzubringen, ich glaube, dann wird jeder auch von Digitalisierung begeistert sein. Also das heißt, der Weg ist da, aber wir müssen noch ein bisschen Arbeit leisten. Absolut. Ich meine, jeder, der natürlich im deutschen Gesundheitssystem unterwegs ist, der wird nicht sagen, wow, was für ein durchdigitalisiertes System, sondern wird sagen, wow, wie viele Faxmaschinen stehen hier noch. Ja? Insofern absolut, es gibt wahnsinnig viel Arbeit, aber es gibt auch tolle Technologie, wenn du heute siehst, was sozusagen möglich ist im Bereich Spracherkennung, wie sozusagen Themen besser erklärt werden können, wie uns Technologie helfen kann, manchmal komplizierte Arzttexte vielleicht in was zu verwandeln, was ich auch als einfacher Normalbürger verstehen kann überhaupt, oder mich helfen kann, hey, du musst dein Medikament jetzt nehmen und zwar in der Dosierung. All solche Themen, die helfen mir im Alltag einfach für ein besseres Gefühl, für eine bessere Behandlung, am Ende, um hoffentlich gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Und deshalb ist Digitalisierung nicht irgendwie was Abstraktes, sondern was sehr Konkretes. Und wir alle sollten dafür kämpfen, dass diese Zettelkästen und die Klingeln am Bett endlich der Vergangenheit angehören und wir den Sprung ins Jahr 2023 packen. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Jetzt gehen wir doch mal in deinen Alltag rein. Gibt es irgendwelche digitalen Gesundheitsanwendungen, die du verwendest? Ja, ich verwende natürlich wahnsinnig viel so im Bereich Tracking. Wie viel bewege ich mich eigentlich? Ja, es ist so ein typischer Job, wo du viel zu viel sitzt. Ja. Und ich finde es faszinierend, von Schritte zählen, irgendwie wie viele Stufen läufst du, all solche Themen oder wie hast du geschlafen, dass du sozusagen selber erkennst, hey, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich heute nur 2000 Schritte gelaufen bin und den ganzen Tag gesessen habe und ungesund mich ernährt habe und abends noch irgendwie Hilfe, irgendein Getränk trinke, was ungesund ist. Ja. Vielleicht sollte ich mal mehr für meinen Körper tun. Und das, finde ich, sind Themen, die einem natürlich auch selber extrem helfen. Und sonst freue ich mich schon jeden Tag, wenn wir endlich das elektronische Rezept haben, auch in Deutschland. Es gibt schon überall auf der ganzen Welt und es kommt. Ich drücke uns allen die Daumen, es kommt auch in Deutschland an, weil du dann plötzlich Informationen hast. Das ist ja nicht nur ein Zettel, der digital ist, sondern in dieser digitalen Zettel steckt so viel Information, die mir helfen, mein Medikament besser zu verstehen, wann ich es nehmen soll, solche Themen. Also insofern, ich freue mich wirklich auf Digitalisierung im Alltag. Und da passiert viel dieses Jahr. Letzte Frage, DEMEA, was sind hier deine Highlights? Ja, DEMEA ist für mich natürlich, ist immer wie ein großes Klassentreffen und gleichzeitig gehst du rum und siehst, was für Neuigkeiten gibt's. Kleiner Werbeblock, natürlich auch bei uns bei der Telekom und der T-Systems gibt's faszinierende Dinge im Bereich unter anderem Mobile Patient Record, also wie können wir Informationen digital zur Verfügung machen, wie können wir Ärztinnen und Ärzte besser unterstützen, aber auch an anderen Ständen gibt's tolle Dinge zu entdecken. Ich hatte das vorhin so Anamnese, also das Arzt-Patienten-Gespräch, wird plötzlich im Handy aufgenommen und du erzählst alles Mögliche und plötzlich steht eine strukturierte Bericht darüber, nur zu den Gesundheitsthemen, die du gesagt hast, und keiner tippt mehr ein. Wow, was für ein Fortschritt. Es klingt vielleicht klein, aber jeder, der in meiner Klinik gearbeitet hat, weiß, das ist ganz schön groß. Das ist die Zukunft. Danke dir, Gottfried. Danke, Flo. Ciao. Ciao.